Als Mitglied unserer Genossenschaft profitiert man nicht nur von modern ausgestatteten Wohnungen zu bezahlbaren Preisen, guten Anbindungen und auch sonst vielem mehr, nein, sondern von einem ganz besonderen Service, unserem kostenfreien Handwerkerservice. Ja, und wie das funktioniert, das wollte ich mal genauer wissen. Verabredet bin ich jetzt mit Herrn Porsche, einem unserer betriebseigenen Handwerker der Genossenschaft. Welche Arbeiten übernimmt denn die Genossenschaft für ihre Mitglieder? Wir übernehmen eigentlich alles, was zum Bereich Wohnungen und Gebäude gehört. Das heißt Bäder, Sanitär, Heizung, Schlösser, Türen, Fenster. Alles, was zum Gebäudebestand der GWG gehört, machen wir. Und wenn ich so ein Dienstleistungsmitglied brauche, was muss ich machen? Ich meine, wie kommen Sie denn an Ihre Aufträge? Da hängen bei uns in den Aufgängen Aushänge. Da ist eine Servicenummer dran, Reparaturannahme. Da können die Mieter anrufen und hier bei der Reparaturannahme werden die Aufträge dann vernommen und an uns weitergeleitet. Von der Meldung bis zur Reparatur, wie lange dauert das denn? Also wenn ich Sie anrufe, wann kann ich denn damit rechnen, dass Sie mein Anliegen bearbeiten? Das kommt meist auf den Fall drauf an, also bei Havariefällen, was Verstopfungen, Rohrbrüche, sind wir selbstverständlich sofort an der Stelle. Ansonsten sage ich maximal 1-2 Tage, kommt auf die Situation drauf an, was für ein Material wir brauchen. Bei Rohrbrüchen kann sein, dass wir erst noch Material bestellen müssen. Ansonsten haben wir in unserem Lager eigentlich alles da, was wir für Reparaturen brauchen. Sprich, länger wie 2 Tage braucht eigentlich kein Mieter warten. Super, das ist ja gar nicht so lange. Das heißt, es geht auch ein bisschen nach Priorität. Also ne, das, was am schnellsten gemacht werden muss, das hat immer Vorrang. So ist es. Das, was am schnellsten gemacht werden muss, hat Vorrang. Sprich, wenn irgendwo ein Rohrbruch ist in der Wohnung, wird der natürlich bevorzugt behandelt als eine tropfende Mischbatterie. Was ist denn, wenn jetzt mal mein Rohr platzt auf einem Sonntag? Gibt es denn da Sonderregelungen an Sonn- und Feiertagen? Da gibt es Sonderregelungen. Da haben wir einen Bereitschaftsdienst, der angerufen werden kann und der dann auch sofort reagiert und vor Ort die Ursache beseitigt. Und wie ist das, wenn jetzt ein Mitglied einen Wunsch hat, zum Beispiel eine Aufgabe, die nicht zu ihrem Standardrepertoire gehört? Im Großen und Ganzen wird sich immer eine Lösung finden, auch so eine Wünsche zu erfüllen. Bei älteren Damen vielleicht mal einen Küchenschrank anhängen oder nach einer Batteriko das eine oder andere wieder anbauen, was die Herrschaften nicht können, das übernehmen wir dann schon mit.